Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Basis Gaming. Mal keine Folge eines Let's Plays, sondern mal wieder ein neues News-Update-Video. Wir haben in letzter Zeit ziemlich gute News für Star Wars scheinbar. Denn gestern wurde angekündigt, dass die allerersten beiden Battlefront-Teile von 2004 und 2005 neu veröffentlicht werden. Es ist kein großes Remake, die werden nicht komplett neu gemacht und die Grafik wird auch nicht komplett neu gemacht, aber es ist mehr wie so eine Definitive Edition, wo alles aus diesen beiden Teilen zusammengefasst wird und nochmal neu für die neuen Systeme rausgebracht wird. Das bedeutet, es sollte vermutlich flüssiger laufen und die Grafik wurde scheinbar auch ein wenig verbessert und man kann jetzt überall mit 64 Spielern spielen, was damals zum Beispiel auf der PlayStation 2 und auf der Xbox definitiv nicht möglich war. Diese beiden Spiele werden zusammen am 14. März für den PC via Steam rauskommen, für die Switch, für die PS4, PS5 und die Xbox Series X/S und die Xbox One, was sehr, sehr interessant ist. Und es gab wohl so ein bisschen Content, der zum Beispiel auf der PlayStation 2 nicht gespielt werden konnte, wie bestimmte Maps in Battlefront 2 oder Helden wie Asajj Ventress und Kit Fisto. Das wird jetzt auch überall da mit bei sein. Was ziemlich coole News sind. Wenn ihr alt genug seid, dass ihr zu dem Zeitpunkt 2004, 2005, 2006 Star Wars Fan wart und solche Spiele spielen konntet, bin ich mir fast zu 100% sicher, dass ihr das gespielt habt und dass ihr da eine Menge Spaß entweder alleine oder mit einigen Freunden hattet. Ich habe an diese Spiele extrem gute Erinnerungen und wirklich Erinnerungen an extrem spaßige Nachmittage und Abende mit meinen Freunden. Und deswegen das jetzt hier nochmal released zu bekommen, ist wirklich cool. Und hoffentlich können wir das dann alle vernünftig spielen. Die Sache ist auch, das Ganze wurde von Aspyr gemacht. Die haben in den letzten Jahren eine Menge an Star Wars Content, vor allem an altem Star Wars Content, für neue Systeme aufbereitet. KOTOR 1 und 2 für die Handys, für iOS und Android und die Dark Forces und Jedi Spiele für die Switch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die das auch für Steam gemacht haben. Das alte Episode 1 Podracer haben die für die Switch geportet und deswegen haben die da eine Menge Erfahrung. Die waren wohl auch am KOTOR Remake beteiligt, da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen, da sind sie jetzt wohl nicht mehr drüber beteiligt, aber naja, mit den Ports kennen die sich aus, das haben die hier auch gemacht und ich denke, deswegen sollte das ganz gut werden. Was ich so ein kleines bisschen schade finde, es gab ja damals sogar noch ein paar mehr Battlefront-Teile. Klar, Star Wars Battlefront 3 war in Entwicklung und manches Mal war auch noch ein anderes Battlefront-artiges Spiel in Entwicklung, beides hat nicht funktioniert. Bei dem einen hat irgendwie der Entwickler Lucasfilm total abgezockt, das ganze Geld eingesackt und fast nichts geliefert. Und aus den Prototypen dieser Spiele sind aber zwei neue Spiele entstanden, die allerdings nur, das eine nur für die PlayStation Portable und das andere für Nintendo DS und PSP rausgekommen sind. Das sind Battlefront Renegade Squadron und Battlefront Elite Squadron. Eins davon, vielleicht sogar beide, aber da kann ich mich nicht mehr ganz dran erinnern, habe ich auf der PSP auf jeden Fall gespielt. Das war sehr ähnlich wie Battlefront 2, hatte aber einige Neuerungen, was so die Erstellung von eigenen Charakteren angeht und auch was zum Beispiel neue Maps angeht und die Galaxis-Eroberung war größer und hatte mehr dabei. Bei Elite Squadron konnte man sogar Ground to Space, Space to Ground, da konnte man oben halt mit dem Sternjäger gegen große Schiffe kämpfen und dann ohne Ladezeiten auf den Boden fliegen und da weiterkämpfen. Das, was wir uns eigentlich immer für Battlefront 3 gewünscht haben, gab es für die PSP. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, wenn so eine quasi Definitive Edition von den alten Battlefront-Teilen rauskommt, dass das eben auch mit dabei ist. Ist es aber nicht. Vielleicht, wenn sich das Ganze gut verkauft, werden die das noch machen. Falls es überhaupt technisch möglich ist, das so einfach von der PSP auf Steam, auf Xbox, auf PlayStation, auf Switch zu porten. Und ansonsten, wie gesagt, das Spiel kommt am 14. März raus. In den USA soll es $35.01 kosten. Ich habe keine Ahnung, was aus dem guten alten $34.99 geworden ist. Aber wie teuer das jetzt hier in Deutschland wird, das wissen wir bisher noch nicht. Ich würde aber davon ausgehen, dass es auch so um die 35 Euro kostet. Ich werde das Ganze auf jeden Fall am 14. März hier direkt spielen. Ich habe ja auch das ein oder andere Let's Play zu Battlefront 2 schon draußen. Da habe ich auch die Kampagne geletsplayed. Aber ich glaube, die Kampagne vom 1. habe ich hier auf dem Kanal noch nicht gemacht. Vielleicht wäre das was, was ich dann ab dem 14. März auch aufnehme.
So oder so freue ich mich auf jeden Fall, dass das rauskommt. Ich hoffe, dass sich das Ganze gut verkauft und gehypt wird, dass Lucasfilm und Lucasfilm Gaming auch nochmal merkt, oh, da ist Interesse an einem Star Wars Shooter, da ist vor allem Interesse an so einem alten, eher arcade-mäßigen Star Wars Shooter da, dass vielleicht doch nochmal ein neueres Battlefront 3 aufgelegt werden könnte, was dann eher eine Mischung aus den alten Battlefronts und den neuen Battlefronts ist und nicht nur in eine der beiden Richtungen geht. Aber gut, viel mehr wollte ich jetzt hier auch gar nicht erzählen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wann ich das Video jetzt veröffentliche. Es kann sein, dass gleich noch ein Empire at War Let's Play kommt. Es kann auch sein, dass das jetzt vorhin schon da war. Wenn dann verlinke ich euch das hier auf jeden Fall in der Endcard. Und ansonsten habt alle noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.